Ah, da bist du ja. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Stimmt, wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestaschir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Erzähl mir von Grantabrückschir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Grantabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Ich breche sofort auf. Gut. Und möge dich Freyas Segen begleiten.
Rex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Liebster, wach auf! Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Uns! Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Huh.
nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich seh's. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Ich hab sie. Schicke sie los. Versucht, sein Bewusstsein zu erweitern. Ein Qual in den Yggdrasil Meirmenig finden. Ganz ruhig, mein Freund. Ich glaube, du hast etwas zu dir genommen, das dir nicht gut bekommen ist. Heute wird meine Saga geschrieben. Ruhm! Oh, eine stolze Stute hat mich aufgelesen. Los, zu meiner treuen Gefährtin! Wenn ich ihn nicht aufhalte, tut es jemand mit weniger Verständnis. Ich sollte bei ihm bleiben, bis er müde wird. Ich muss brechen! Meiner wachsenden Saga! Mein Bauch tut weh und ich weiß nicht warum! Es gibt keinen Kampf, den ich entflöhe. Und sollten die Götter mich fordern, so sei es! Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Ich lass dich bluten! Meinem Körper ist schlecht! Mein Bruder wird kriegen!
soll. Ich spüre meine Lippen nicht. Meine Nase. Warum sticht die Sonne so? Komm und kämpfe mit mir. Auch du sollst Teil meiner Legende werden. Wenn du so weitermachst, wirst du dich noch umbringen. Hast du mich verstanden? Ah, laut und deutlich! Jetzt tritt zur Seite! Ich muss mein Schicksal erfüllen! Ah! Ich nehme es mit jedem auf, ob auf zwei Beinen oder auf vier. Zeigt euch, wenn ihr euch traut! Muss ich dich persönlich zurückschleppen, ja? Jeska, wo bist du? Ich muss wieder zu dir zurückfinden. Ich glaube, ich kann nicht mehr laufen. Ja, scheint so. Niemand kann meinem ewigen Vermächtnis widerstehen. Wie ein weiser Mann einst sagte, mir zu trotzen, ist wie gegen den Wind zu pissen. Meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Meine Saga ist vollendet und wird von allen beneidet werden, die vor uns kamen und die nach uns kommen. Dein Skalde. Götter! Ist er tot? Nein, aber er sollte es sein. Anscheinend wollten die Götter ihn nicht. Spritze ihm Wasser ins Gesicht und halte Abstand. Er wird sich übergeben und das wird nicht schön. Danke für den Rat und für deine Mühen. Jetzt ist er wieder mein Problem.